Wenn wir nicht vorher auf Teutonia treffen, ist das Pokalfinale für uns Pflicht. Das ist die Aussage von Norderstedt-Präsident Renald Koch vor der Saison. Die Devise für das Drittrundenduell im Hamburger Pokal beim USC Paloma ist also klar. Alles andere als ein solides Weiterkommen des Regionalligisten wäre eine absolute Enttäuschung. Und seine Norderstedter erwischen auch den besseren Start in dieses Auswärtsspiel. 7. Minute, der Ball kommt zu Manuel Brendel, der einfach mal draufhält. Und ja, Grundmann im Paloma-Kasten sieht gar nicht gut aus. Traumstart für den Favoriten, weil Paloma Schlussmann Tjaak Grundmann hier seiner Mannschaft einen Bärendienst erweist. Dann kann er zwar erst noch parieren, aber ist gegen den Nachschuss von Nils Brüning dann machtlos. Der Stürmer hat in der Regionalliga bereits 2 Tore und eine Vorlage in den ersten 2 Partien gesammelt. Die Antwort von Paloma, sie fällt allerdings vollkommen richtig aus. Nur wenige Minuten später, Tom Wohlers kommt nicht vorbei an Norderstedt Schlussmann Lars Huxol. Es entwickelt sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Von einem Klassenunterschied ist hier wenig zu sehen. Nächste Szene, nur kurz danach, Kevin Prinz von Anhalt hält einfach mal drauf. Tjaak Grundmann pariert diesmal, aber richtig stark. Wir springen in die 20. Minute und sehen einen Freistoß von der rechten Seite von Felix Spranger getreten. Und dann ist es Christian Merkle mit dem Ausgleich. Der USC Paloma macht ein richtig gutes Spiel, hält kämpferisch richtig stark dagegen, hält spielerisch richtig stark dagegen und verdient sich hier diesen Ausgleichstreffer. Nach 20 Minuten ist in dieser Pokalpartie also alles wieder offen. Natürlich ein herber Rückschlag für Eintracht Norderstedt, die sich erhofft hatten, gegen den Oberliga 13. ein etwas leichteres Spiel zu haben. Und es kommt das, was im Pokal auch irgendwie dazugehört. Emotionen kochen hoch, gelbe Karten werden verteilt. In der Folge konzentrieren wir uns wieder auf das Sportliche und sehen die nächste Gelegenheit für den USC Paloma, der hier Eintracht Norderstedt richtig Probleme bereitet. Doppelchance, erst Tom Wohlers, dann Haron Saba, kommen aber beide nicht vorbei. Anschlussmann Huxol und an Moritz Frahm, der auf der Linie klärt. Dann wieder Norderstedt, übernimmt wieder das Zepter. Nächste Gelegenheit nach Hereingabe von Marxen ist es Nils Brüning, der nicht vorbeikommt an Tjaak Grundmann. Der Paloma-Schlussmann hat sich inzwischen richtig gefangen und macht ein gutes Spiel, nachdem er noch das 0:1 verschuldet hatte. Hier zum Wieder im Einsatz nach Kopfball von Manuel Brendel. Für Norderstedt kein Vorbeikommen mehr am Ex-Norderstedter Tjaak Grundmann. Und als sich alle bereits mit einem 1:1 zur Pause so langsam angefreundet hatten, kommt diese Szene. 45. Minute, Kevin Kling vertändelt den Ball und Tom Wohlers schmeißt das Ding einfach oben in den Winkel. Überragende Aktion von Wohlers, natürlich. Huxol kann nur hinterher schauen, aber Kevin Kling darf den Ball da als letzter Mann natürlich absolut nicht vertändeln. Bei FIFA hat es jetzt geheißen, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Norderstedt nutzt seine Chancen nicht, Paloma dreht das Spiel und gibt einer glücklichen 2:1 Führung in die Kabine. Rein in Durchgang 2 und wir sehen zumindest vorerst stark vom verbesserten Norderstedter. Der Ball kommt rechts außen auf den eingewechselten Marc Bölter. Und der bringt eine punktgenaue Hereingabe genau auf den Kopf von Kevin Kling. Da bebt das Aluminium. Diesmal wäre Grundmann wohl machtlos gewesen. Aber die Norderstedter werden in der Folge ideenloser und Paloma nutzt das aus. Nur 5 Minuten nach dem Lattenkracher die Riesengelegenheit auf 3:1 zu erhöhen. Tom Wohlers auf Haron Saba, der scheitert aber kläglich. Aber Saba ist auch in der nächsten Szene wieder direkt beteiligt. Inzwischen befinden wir uns in der 80. Minute. Saba macht das überragend und diesmal macht er es vor allen Dingen auch vor dem Tor deutlich, deutlich besser. Und natürlich brechen jetzt im Paloma-Stadion alle Dämme. Gegen 1, gegen 2, gegen 3 Norderstedter. Keiner findet Zugriff. Und Saba erhöht hier auf 3:1. Die Pokalsensation, sie ist ganz, ganz nahe. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. 87. Minute, Norderstedt kommt nochmal über den eingewechselten Noah Awuku. Aber auch der kommt nicht vorbei am stark parierenden Tjaak Grundmann. Und das war's dann auch. Am Ende gewinnt Paloma tatsächlich dank überragender Chancenverwertung einer kämpferischen Glanzleistung mit 3:1 gegen den Regionalligisten aus Norderstedt, der sein Saisonzielfinale verfrüht verfehlt und sich zum ersten Mal seit 11 Jahren bereits nach Runde 3 aus dem Pokal verabschiedet.
habe gehört, irgendwie, als ich jetzt im Sommer hergewechselt bin, dass die Jungs irgendwie die letzten 8 Jahre nicht über die dritte Runde hinausgekommen sind. Dann haben wir hier das Los verfolgt und kriegen natürlich den Regionalligisten in der dritten Runde. Wie kann es anders sein? Und dann feuern wir hier echt ein Feuerwerk ab an der Bruckner Straße, gewinnen 3-1, sind in der vierten Runde endlich das erste Mal nach 8 Jahren und freuen uns hier jetzt auf die Auslosung und haben einfach Bock, weiter zu marschieren. Nein, man muss natürlich ehrlicherweise gestehen, das erste Gegentor geht auf meine Kappe. Ekliger Schuss aus 16, 18 Metern, Aufsetzer lasse ich los, halt den zweiten noch. Der dritte dann allerdings aus 16 Metern schiebt er rein, gehen wir nach 8 Minuten. Mit 1-0 liegen wir da hinten quasi und dann kommen wir aber als Team so zurück. Dann auf jeden Fall danke an meine Stürmerjungs, die das Ding für mich wieder ausbaden. Und ein bisschen was habe ich herausgeholt, dass ich das vielleicht auch wieder gut machen konnte auf jeden Fall.